Hallo liebe Sternzeichen Fische, ich freue mich, dass du hier bist und wir schauen uns jetzt an, was die Karten dir zum November mitgeben können. Wir starten mit dem schamanischen Traumdeck und gucken mal, was sich diesen Monat bei dir abspielt, was dich da erwartet. Also, welche Themen, welche Energien kommen hier für dich raus? Welche Nachrichten solltest du zum November erhalten? Worauf wollen die Karten dich in dieser Übung hinweisen? Was solltest du zum November wissen, liebe Sternzeichen Fische? Was ist da besonders relevant für dich? Wir haben hier als erstes die Überfahrt mit dem Thema Initiation und der Nummer 54. Zwei weitere Karten nehmen wir aus diesem Deck noch dazu, bevor wir dann zu den Tarotkarten übergehen. Und zum Schluss gibt es noch eine Starseed-Orakelkarte. Okay, was sollte das liebe Sternzeichen Fische noch zum November wissen? Welche Karten können uns hier etwas Aufschluss geben zu den nächsten Wochen? Da haben wir das Schwert des Magiers mit dem Thema auf den eigenen Zauber vertrauen und der Nummer 37. Und verirrt mit dem Thema Orientierungssuche und der Nummer 36. Jemand könnte 54, 37 oder 36 Jahre alt sein oder diese Zahlen resonieren auf irgendeine andere Art mit dir. Nimm in dieser Legung sowieso nur die Nachrichten für dich mit, die sich richtig anfühlen, die mit dir in Resonanz gehen und lass den Rest einfach für andere übrig. Hör immer auf deine eigene Intuition, sie wird dir sagen, was hier für dich passen könnte und was nicht. Interessant. Manche könnten hier ihren Zauber wiederfinden. Manche werden initiiert in Richtung ihres eigenen Zaubers. Vielleicht hast du deinen Zauber so ein bisschen gesucht, bewusst oder unbewusst. Und was ich mit Zauber meine, das wird vielleicht für jeden anders resonieren. Vielleicht kann es sein, dass du in der letzten Zeit dich irgendwie nicht ganz wie du selbst gefühlt hast, nicht so viel Energie hattest, wie du es normalerweise hast, nicht denselben Antrieb, die Motivation, die positive Einstellung, die Lebensfreude, die Kreativität, die Ideen, was auch immer es ist, was dir vielleicht so ein bisschen abhanden gegangen ist. Ich habe das Gefühl, damit wirst du wieder zusammengeführt. Okay, das Wort Generalüberholung kam mir gerade durch. Ich habe das Gefühl, dass dir etwas genommen wurde vom Universum, Gott, woran auch immer du glaubst, und dass mit dieser Sache irgendeine Art von Verbesserung passiert ist. Irgendwie wurde etwas verbessert und verbessert wird es dir wieder zurückgegeben. Das heißt, wenn du in der letzten Zeit nicht wirklich Zugriff auf irgendeine Art von Zauber hattest, den du von dir selbst gewöhnt bist, dann kann es sein, dass du das wieder zurückerhältst, aber viel stärker, intensiver, mächtiger, als es vorher der Fall war. Mir gefällt diese Nachricht. Ja, du hast dich vielleicht in der letzten Zeit so ein bisschen verirrt gefühlt, weil es dir schwer gefallen ist, ohne diese Eigenschaft oder diese Magie, was auch immer es ist, dich auch zu orientieren. Ja, vielleicht hattest du schon vorher eine gute Intuition und in der letzten Zeit hattest du das Gefühl, deiner Intuition nicht wirklich zu vertrauen zu können, dass sie nicht wirklich vorhanden war. Und jetzt wird sie dir wieder zurückgegeben und ist noch viel stärker als vorher. Vielleicht kannst du jetzt noch intuitiver Dinge spüren, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du in der letzten Zeit auf irgendetwas nicht Zugriff hattest, weil es mehr oder weniger verbessert wurde, general überholt wurde. Oder ausgetauscht wurde durch etwas Besseres. Ich weiß nicht genau, wie ich das besser beschreiben soll, aber ich denke, es kommt an. Was könnte das genau sein, was du hier zurückerhältst? Oder wie zeigt sich dieser Zauber in deinem Leben im November?
den du hier zurückbekommst. Was ist das genau, liebe Sternzeichen Fische? Und was spielt sich ansonsten im November bei dir ab? Was solltest du sonst noch zu den nächsten Wochen wissen? Was kommt da auf dich zu? Wir haben hier die 8 der Inspiration, das Rad und die 4 der Stimmen. Eine Karte legen wir noch aus diesem Deck und dann gehen wir zur Erklärung über und widmen uns dem Ganzen im Detail. Was ist noch wichtig für das liebe Sternzeichen Fische zum November? Da haben wir den Knaben der Materialien. Okay. Ende des Monats könnte für manche hier ein Erdsternzeichen eine Rolle spielen, Jungfrau, Stier, Steinbock. Wir schauen uns die Karten aber der Reihe nach an und starten erstmal mit der Erklärung der 8 der Inspiration. Worum geht es hier mit der 8 der Inspiration zu Beginn des Monats bei dir, liebe Sternzeichen Fische? Was kann dir die 8 der Inspiration mit der Herrscherin und dem Hierophant zur ersten Novemberwoche mitgeben? Da haben wir das Ass der Stäbe noch. Okay. Hier kommt etwas Neues ziemlich schnell in Fahrt. Und das könnte tatsächlich vielleicht bereits dein eigener Zauber sein, zu dem du findest, der dir hier quasi neu übergeben wird. Aber zumindest mal habe ich das Gefühl, dass einige hier Anfang November ein neues Selbstbewusstsein, ein neues Selbstvertrauen spüren. Und das relativ plötzlich. Ich weiß nicht genau, was hier passiert, aber ich habe das Gefühl, dass es für manche eine konkrete Situation ungefähr in der ersten Novemberwoche gibt, die dir ein richtig gutes Gefühl gibt. Es könnte hier eine Situation geben, die dich in der Vergangenheit herausgefordert hätte oder schwierig für dich gewesen wäre und jetzt meisterst du sie mit Leichtigkeit. Du merkst dir vielleicht auch, wie sehr du gewachsen bist in der Vergangenheit oder was du alles dazu gelernt hast, wie stark du dich weiterentwickelt hast, wie souverän du dich hier in einer Situation verhältst. Und ich glaube, das könnte dir sehr, sehr gut tun, das hier wahrzunehmen, zu sehen, dass du das Beste aus einer Situation machst und da auch irgendwas vielleicht für dich rausholen kannst. Es kann auch sein, dass du hier einfach positives Feedback von außen erhältst, aber ich glaube, dass hier in einer konkreten Situation dein Selbstbewusstsein sehr rapide ansteigt. Okay. Und manche könnten hier irgendeine Art von Bestätigung aus ihrer Familie erhalten, die ihnen ein gutes Gefühl gibt. Vielleicht macht dir jemand aus deiner Familie ein Kompliment oder sagt dir einfach, hey, ich bin stolz auf dich. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber es könnte sich sehr, sehr gut anfühlen. Jemand könnte vielleicht das wertschätzen, was du tust, aber aus irgendeinem Grund glaube ich, dass einige sich in der ersten Novemberwoche einfach sehr, sehr gut fühlen. Sehr wohl vielleicht auch in ihrer eigenen Haut fühlen. Hier kommt auch durch, dass du eine starke Wertschätzung für deinen Körper hast und was er leistet. Ich glaube, dass du sehr gut auf deinen Körper achtest Anfang November und dass du dementsprechend auch dich sehr, sehr gut fühlst. Manche könnten hier sich sportlich betätigen und sich dabei richtig gut fühlen. Lass uns die zweite Novemberwoche ansehen. Was spielt sich hier mit dem Rad bei dir im November ab, liebe Sternzeichen Fische? Was solltest du zum Rad wissen? Da haben wir die 5 der Schwerter und die 6 der Münzen. Hier kommt so ein bisschen durch, dass du vielleicht etwas auch alleine machen kannst.
Natürlich ist es wichtig, in den richtigen Momenten auch auf andere Menschen vertrauen zu können, auf andere Menschen bauen zu können und vielleicht nicht immer alles alleine durchziehen zu müssen. Aber hier habe ich das Gefühl, könnte es eine Situation geben, wo du merkst, das mache ich lieber alleine oder ich teile etwas lieber erstmal noch nicht mit anderen Menschen oder andere Menschen haben vielleicht nicht dieselbe Vision, dasselbe Talent, dasselbe Wissen, dasselbe Können wie ich. Andere Menschen könnten hier gute Absichten haben und dich gerne unterstützen wollen, aber ich glaube, hier kommt so ein Gefühl durch von du weißt im Prinzip selber am besten, was hier das Richtige ist. Und das Richtige ist vielleicht in diesem Moment zumindest erstmal für dich selbst herauszufinden, in welche Richtung etwas geht und auf deinen eigenen Zauber zu vertrauen. Okay. Vielleicht musst du dir selbst erst die Möglichkeit geben, etwas zurückzubekommen. Vielleicht musst du diese Eigenschaft oder was auch immer es ist, was du vielleicht kurzfristig verloren hast, in Anführungsstrichen. Vielleicht musst du das so ein bisschen rauskitzeln, so ein bisschen herausfordern, damit es dir zum richtigen Moment zurückgegeben wird, verbessert. Also tatsächlich kann es sein, dass du in der letzten Zeit so ein bisschen an dir selbst oder an irgendwelchen Talenten, an irgendeinem Wissen oder woran auch immer gezweifelt hast. Ich habe das Gefühl, hier ist es wichtig, in der zweiten Novemberwoche dich oder diese Eigenschaft nicht aufzugeben, sondern zu sagen, vielleicht muss ich das einfach nur so ein bisschen wieder herauskitzeln. Vielleicht muss ich mir selber da mehr vertrauen, dass das wieder mehr zum Vorschein kommen kann, verbessert zum Vorschein kommen kann. Ja, vielleicht in der letzten Zeit hast du mal angenommen, wenn du selbstständig bist, nicht die Resonanz erhalten, das positive Feedback erhalten, das du gewöhnt bist und hast deshalb vielleicht begonnen zu zweifeln, ob du überhaupt noch gut bist in dem, was du machst. So, ist jetzt nur ein Beispiel, nimm es mit, wie es mit dir resoniert. Hier ist es vielleicht wichtig, anstatt zu sagen, okay, dann gucke ich vielleicht lieber sicherheitshalber, was andere berufliche Möglichkeiten sind oder vielleicht gebe ich manche Aufgaben dann an andere Menschen ab. Stattdessen solltest du vielleicht gerade in dieser Zeit sagen, ich vertraue aber auf das, was ich kann und was ich weiß und jetzt gebe ich erst recht 100% und verfolge meinen Weg, weil ich weiß, dass es das ist, was ich kann, was ich weiß, was ich vielleicht auf meinem Weg tun soll. Ja, vielleicht ist das eine Art Test, wo dein Glaube und dein Vertrauen in dich und deinen Weg ja so ein bisschen getestet wird. Und wenn du aber hier sagst, ich vertraue auf meinen Zauber, ich kann das hier und ich kann vielleicht auch manche Dinge alleine, ohne mich da auf andere Menschen zu stützen, wenn es nicht sein muss. Ich habe das Gefühl, dass das, wie gesagt, hier dazu führt, dass du wieder deinen Zauber erhältst, mehr oder weniger, dass du wieder merkst, okay, Kunden, Klienten, wie auch immer, reagieren wieder positiv auf das, was ich tue, beruflich gesehen. Oder in Beziehungen habe ich wieder das Gefühl, dass ich anderen Menschen nahestehe. Oder in kreativer Hinsicht merke ich, dass es wieder fließt und dass ich jede Menge Ideen habe. Oder ja, keine Ahnung, was auch immer es ist, dem du hier nachgehst, wo du so ein bisschen vielleicht gezweifelt hast, ob dir etwas abhanden gegangen ist. Deine Intuition könnte wieder besser funktionieren, aber du musst erst darauf vertrauen, dass das wieder zu dir zurückfinden kann. Und dann würdest du dir zurückfinden und vielleicht noch stärker, als du es vorher erfahren hast. Du musst dieser Sache die Chance geben, sich wieder mehr durch dich auszudrücken und dann wird das passieren. Interessant. Lass uns die vier der Stimmen ansehen.
Oben geht es hier mit der Feder stimmen, ungefähr in der dritten Novemberwoche bei dir, liebe Sternzeichen Fische. Zu Feder stimmen haben wir die 5 der Stäbe und den Knaben der Schwerter. Hier kommt Luftenergie durch, Wassermann, Waage, Zwillinge. Außerdem Wasserenergie, Krebs, Skorpion, Fische, besonders Sternzeichen Skorpion hier mit der Todkarte. Ich sehe hier einen gewissen Abstand zwischen dir und jemandem, der viel über dich nachdenkt. Okay, hier könnte es jemanden geben, der vielleicht sogar versteckte Gefühle hat mit dem Knaben der Kelche. Und ich sehe, dass diese Person sich darüber Gedanken macht, den Kontakt zu dir zu suchen, wenn ihr ihn vielleicht nicht aktuell habt. Wenn das jemand ist, zu dem du bereits Kontakt hast, dann kann es sein, dass diese Person sich dir emotional etwas entfernt fühlt und durch eine Nachricht, durch einen Austausch und Gespräch versuchen könnte, diese Nähe wiederherzustellen. Ja, die Sache ist die, ich habe das Gefühl, dass diese Person nicht davon ausgeht, dass du erwiderst, was auch immer diese Person hier empfindet. Ich denke, für einige wird es hier jemanden geben, der dich sehr, sehr, sehr gern hat und vielleicht auch gerne mehr Nähe zu dir hätte oder einen regelmäßigeren Austausch gerne hätte mit dir. Aber ich glaube nicht, dass diese Person davon ausgeht, dass du dir dasselbe wünschst. Das könnte jemand sein, zu dem du wirklich absolut keinen Kontakt hast oder zu dem du wenig Kontakt hast. Diese Person wünscht sich, diese Nähe wiederherzustellen. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob du das willst. Ob du diese Verbundenheit spürst, die diese Person spürt. Wenn das nicht in romantischer Hinsicht mit dir resoniert, kann es natürlich auch sein, dass jemand einfach sich freundschaftliche Nähe zu dir wünscht. Oder dass das ein Familienmitglied ist, was gerne mehr Zeit mit dir verbringen würde. Mit den beiden Knaben kommt hier für mich sehr junge Energie durch. Das könnte jemand sein, der jünger ist als du. Muss nicht sein. Hier kommt auch so ein bisschen durch, diese Person könnte sich so ein bisschen, ja, einfach unsicher fühlen und aber sehr viel über dich nachdenken. Ich habe das Gefühl, dass diese Person nicht wirklich weiß, wie er oder sie auf dich zugehen soll oder ob das überhaupt eine gute Idee wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Person es deshalb auch vermeidet. Aber ich sehe jemanden in deinem Umfeld, der zwar auf Distanz zu dir ist, aber diese Distanz nicht möchte. Ja, nimm's mit, wie es mit dir resoniert. Ich habe das Gefühl tatsächlich, um ehrlich zu sein, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber ich habe das Gefühl, dass dir dieser Abstand recht gut tut. Ich habe das Gefühl, dass du sehr gut auch mit diesem Abstand klarkommst. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob das einfach ist, wie du dich jetzt im November fühlst. Aber ich glaube, das ist für manche jemand, der recht anhänglich sein könnte oder werden kann. Und ich weiß nicht, ob das das ist, was du möchtest, dass diese Person bei dir anhänglich ist. Ich weiß nicht genau. Ich glaube nicht, dass du wirklich unglücklich bist darüber, wie diese Situation zwischen euch ist. Aber diese Person scheint viel darüber nachzudenken. Und ich glaube auch, dass diese Person eine versteckte Hoffnung hat, was euch beide angeht. Ich glaube bloß nicht, dass er oder sie hier selber unbedingt Initiative ergreift. Zumindest nicht bis zur dritten Novemberwoche. Lass uns den Knaben der Materialien ansehen. Worum geht es hier mit dem Knaben der Materialien gegen Ende des Monats? Was könnte sich ungefähr in der letzten Novemberwoche bei dir abspielen, liebes Sternzeichen Fische?
Ich sehe hier die Möglichkeit für Wachstum und dafür dazu zu lernen. Besonders wenn es um deine Karriere geht oder deinen Wissensschatz geht. Für manche kann es ja auch um deine persönliche oder spirituelle Weiterentwicklung gehen, in der du vielleicht Ende des Monats große Fortschritte siehst und vielleicht auch neue Möglichkeiten siehst, wie du etwas noch weiter ausbauen kannst. Ich glaube, dass du sehr wissbegierig bist Ende des Monats und dich mit gewissen Themen, die dich interessieren, sehr stark auseinandersetzt. Besonders wenn es irgendwie zu deinem persönlichen oder beruflichen Erfolg beiträgt. Ja, ich habe das Gefühl, dass einige hier Ideen sammeln könnten, viel über etwas nachdenken könnten, etwas vielleicht sogar so ein bisschen planen könnten. Und ich denke, dass es erfolgsversprechend aussieht. Mit dem Ass der Münzen hier könnte das für manche auch etwas sein, was sich finanziell für dich auszahlt, worüber du dir Gedanken machst. Aber ich sehe ja auch für einige, dass sie noch nicht an dem Punkt sind, das umzusetzen. Das hier scheint mir eher so eine Recherchephase zu sein, eine Phase, wo du ja dich viel mit etwas auseinandersetzt und dir Gedanken über etwas machst. Und es vielleicht auch für die Zukunft ernsthaft in Erwägung ziehst. Aber das ist jetzt noch keine Phase der Umsetzung, so wie es aussieht. Interessant, dass das hier unter der Orientierungssuche liegt. Ich glaube, es ist nicht so, dass du wirklich verwirrt bist oder nicht weißt, was du willst in dieser Angelegenheit. Aber ich habe das Gefühl, dass einige erst noch herausfinden müssen, was der beste Weg ist, um etwas umzusetzen. Oder um das Beste aus ihrer finanziellen Situation rauszuholen oder um sich beruflich weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, dass du dich damit eben beschäftigen könntest, auch mit deiner persönlichen Weiterentwicklung. Aber ich glaube, dass dich hier etwas Neues beschäftigt, was dich auch irgendwo inspirieren könnte. Ich denke, dass du sehr intelligent bist und irgendwie kommt dir für mich durch, dass du dieses Wissen und auch irgendwo deine Erfahrungen und vielleicht auch deine Intuition nutzen kannst, um deinen Erfolg auszubauen oder um dir vielleicht sogar ein neues Standbein aufzubauen oder eine neue Einkommensquelle aufzubauen. So ein bisschen habe ich das Gefühl, du darfst dir hier auch gerne mehr zutrauen, als du es vielleicht aktuell tust. Gerade weil du ja diesen Zauber, was auch immer das für dich ist, zurückerhältst und er jetzt stärker ist als vorher. Ich habe das Gefühl, dass manche sich nicht wirklich trauen, weiterzudenken, weil sie immer noch das Gefühl haben, ich habe bloß das zur Verfügung. In Zukunft, was ich bisher auch zur Verfügung hatte. Aber du wirst in Zukunft mehr zur Verfügung haben. Dieser Zauber, denke ich, wird stärker sein, was auch immer das ist. Ob das deine Intuition ist, dein Wissen, deine Erfahrung, deine Talente, einfach deine charismatische Persönlichkeit, deine Ausstrahlung, deine Art und Weise zu reden. Aber wenn du erkennst, dass du hier mehr zur Verfügung hast, dass diese Stärke jetzt noch stärker ist als vorher, dann erkennst du auch, dass das vielleicht Grund genug ist, um neuen Wegen nachzugehen, um weiterzudenken, um größer zu träumen. Du sollst dir hier mehr zutrauen. Dir wurde mehr gegeben, das Universum, Gott, wie auch immer, traut dir mehr zu und deshalb sollst du dir selber auch mehr zutrauen. Ja, nicht nur hier dieser Test vielleicht ungefähr in der zweiten Novemberwoche, wo du darauf vertrauen sollst, dass
deine Superpower hier mehr oder weniger zurückkommt und du wieder erfolgreich mit etwas sein kannst oder dass du auch etwas alleine vielleicht stemmen kannst, weil du eben auf dich selbst vertrauen kannst, sondern auch Ende des Monats sehe ich hier, dass du dich auf etwas Neues einlassen darfst, dir neue Dinge zutrauen darfst, weil du eben so viel Potenzial jetzt zur Verfügung hast, was du nicht ungenutzt lassen sollst. Okay, und wie du dem nachgehen möchtest, das liegt komplett bei dir. Für manche kann das eine neue berufliche Möglichkeit sein, vielleicht kann es auch erstmal nur ein Hobby sein, dem du mehr nachgehen sollst und vielleicht entwickelt sich daraus dann mehr. Oder vielleicht gibt es hier für manche die Möglichkeit, gemeinnütziger Arbeit nachzugehen oder was auch immer es ist. Aber irgendwofür sollst du deine Stärke, deine Magie hier nutzen. Und das Schöne ist, du wirst alle Werkzeuge zur Verfügung haben, die du dafür brauchst. Ich denke, du wirst unheimlich unterstützt, liebe Sternzeichen Fische. Okay. Wir legen jetzt noch eine Starseed-Karte für dich dazu und gucken mal, was die letzte wichtige Botschaft zu dieser Legung an dich ist, was du ansonsten noch zum November wissen solltest. Und wenn dich die Liebe hier nochmal genauer interessiert, dann findest du unten in der Infobox einen Link zur weiterführenden Legung zur Liebe. In der weiterführenden Legung schauen wir uns an, mit wem du es in der Liebe zu tun hast, welche Eigenschaften diese Person mit sich bringt und wie das Ganze langfristig weitergeht. Wir haben ja hier schon gesehen, dass jemand Interesse an dir hat. Vielleicht finden wir darüber noch mal mehr heraus. Aber auch für diejenigen, die daran kein Interesse haben, schauen wir uns noch mal an, ob es hier vielleicht irgendeine Energie gibt, die jetzt in der allgemeinen Legung für dich noch nicht rausgekommen ist. Also wenn du spezifisch wissen möchtest, wie es in der Liebe weitergeht und dann nochmal neue Infos zu erhalten willst, dann könnte die weiterführende Legung was für dich sein. Wir schauen jetzt, wie gesagt, was die Starseed-Karten dir noch mitgeben können. Was ist die letzte wichtige Botschaft an dich zum November? Und da haben wir Baby Steps, Babyschritte. Action, follow your intuition before it makes sense. Ja, diese Karte passt nochmal richtig gut zu deiner Legung. Du sollst deiner Intuition folgen, noch bevor Dinge Sinn machen. Du sollst auf deinen Zauber vertrauen, der jetzt wieder zu dir zurückkommt, noch bevor du ihn erhältst. Okay? Vielleicht siehst du noch nicht, dass Dinge wieder bergauf gehen oder dass du diesen Zauber wieder zurück hast, aber du erhältst ihn, sobald du dich dementsprechend verhältst. Was ich meine ist, sobald du durch deine Taten ausdrückst, ich weiß, dass ich meinen Zauber doppelt so stark wieder zurückbekomme, ich weiß, was ich zu bieten habe, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich weiß, ab dem Zeitpunkt erhältst du diese Magie zurück, so gesehen. Das heißt, folge deiner Intuition, folge deinem Glauben. Auch wenn dein Verstand das vielleicht aktuell noch nicht erklären kann, vertraue dir selbst, gib dir selbst diesen Vertrauensvorschuss. Und wenn es nur in Babyschritten ist, okay? Auch wenn es hier etwas Neues gibt, worüber du dir Gedanken machst, du kannst das Ganze Schritt für Schritt angehen. Es gibt hier keinen Grund, irgendwas zu überstürzen. Aber Hauptsache, du traust dir mehr zu. Hauptsache, du gehst neue Dinge an, weil du hast diese wunderbare Magie, die du nutzen sollst. Okay. Also ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass du was daraus für dich mitnehmen konntest, liebe Sternzeichen Fische. Wenn ja, dann lass gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast bisher. Ich biete übrigens auch persönliche Legungen an und den Link dazu findest du unten in der Infobox. Also ja, jetzt wünsche ich dir einen schönen Resttag und einen richtig tollen November. Hallo du, ich freue mich, dass du noch nicht weggeklickt hast. Wirf doch gerne noch einen kurzen Blick mit mir auf meinen Online-Shop, denn hier findest du zum Beispiel die persönlichen Legungen, die ich anbiete.
Du kannst sie in verschiedenen Längen buchen, so wie es für dich am besten passt. Dann gibt es hier noch Gutscheine, die du an deine Liebsten verschenken kannst. Und ich biete außerdem geführte Meditationen an, die ich zu verschiedenen Themen aufgenommen habe. Abgesehen davon gibt es eine große Anzahl an verschiedenen Produkten. Vom T-Shirt über den Becher bis zur Tasche findest du hier, was das Herz begehrt. Und in der kommenden Zeit wird bestimmt auch noch das ein oder andere Produkt dazukommen. Wenn dich hiervon irgendwas anspricht und du mich gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du dir meinen Shop mal genauer ansiehst. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles, alles Liebe.